gepickte Zitronen sind vor allem eine Spezialität in der nordafrikanischen Küche. Ich zeige dir in diesem Video, wie man die eingelegten Zitronen selber macht und wofür man sie verwendet und warum man das eigentlich mal ausprobieren sollte. Eingelegte Zitronen sind übrigens auch eine Art von Fermentation bzw. Produkte länger haltbar machen. Und wie das natürlich funktioniert, da habe ich immer ganz viele Videos dazu auf meinem Kanal schon hochgeladen, denn ich bin ein großer Fermentier-Junkie. Und ich habe auch einen kostenlosen PDF-Guide zusammengestellt mit 12 Fermentier-Hacks und bzw. 12 Fermentier-Tipps, die euch auf jeden Fall weiterhelfen können beim Einlegen von Lebensmitteln, damit da nichts schief geht. Also schaut auf jeden Fall da auch vorbei, den gibt es am Ende des Videos, also bleibt bis zum Schluss dran. Also los geht's! Wenn du neu bist auf diesem Kanal, dann vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke anzuklicken, damit du nicht mehr die neuesten Updates und wöchentlichen Videos verpasst. Für ein Einmachglas oder Honigglas mit eingelegten Zitronen, da nehme ich mir einfach so 4 mittelgroße Zitronen und viertel die erstmal. Dann nehme ich noch ein Glas Salz, fülle das so zu 1/4 auf und tue in die Salzmischung noch 1 Esslöffel Schwarzkümmelsamen. Diese Schwarzkümmelsamen mit dem Salz verrühre ich dann mal ganz kurz und reibe dann diese Salzsamenmischung auf die Zitronen rein. Wirklich auch so in den Spalt von der Zitrone, also überall wirklich so einmassieren in die Zitronen, dass die komplett damit bedeckt sind. Dann lege ich sie allesamt in das Marmeladenglas ganz, ganz dicht aneinander und presse auch ein bisschen runter. Also ich will wirklich, dass sie nah aneinander liegen und möglichst wenig Luft dazwischen ist. Ich nehme ja auch noch so einen Stampfer oder wie immer man dieses Ding da nennt und drücke nochmal wirklich runter, damit dann der Zitronensaft nochmal diese ganze Mischung auch komplett bedeckt hat. Wir wollen, dass es nah aneinander liegt, keine Luft mehr dazwischen ist und der Saft die Zitronen fast vollständig bedeckt. Oben am Schraubglas dann wieder so 2 cm freilassen und dann den Deckel wieder ganz, ganz feste draufschrauben und an einen lichtgeschützten Ort stellen, bei Zimmertemperatur. Das Ganze lässt ihr dann dort mindestens 2 Wochen lang stehen und nachdem ihr es aufgemacht habt, stellt ihr es in den Kühlschrank und dort hält es sich dann wirklich mehrere Monate und ihr könnt es, wie gesagt, jederzeit einfach benutzen und müsst euch dann keine Sorgen machen, dass es während der Zeit schlecht wird. Ja, so einfach könnt ihr eure eingelegten Zitronen selber machen. Es ist, wie gesagt, eine Spezialität in der nordafrikanischen Küche. Vor allem in Marokko benutzt man das sehr viel zum Würzen und Verfeinern von Gerichten. Ich persönlich finde, es schmeckt auch wirklich total lecker. Man benutzt traditionell eigentlich hauptsächlich die Schale sogar von diesen eingelegten Zitronen. Darum ist es wichtig, wirklich auf Bio-Zitronen auch zu achten beim Einlegen. Aber es wird auch genauso gut das Fruchtfleisch verwendet. Und auch diese Lacke dann, die sich dann bildet. Und die kann man dann verwenden, also das Gesamte zum Würzen, wie gesagt, verfeinern in Salats, in Salatdressings, Salat an sich, in Couscous, Tagines oder bei uns jetzt zum Beispiel irgendwelchen Risotto-Gerichten. Also einfach in Dressings, wie gesagt, einfach zum Verfeinern, da überall, wo man ein bisschen Würze hinzufügen kann. Und beim Einlegen, da vergeht dieser säurehaltige Geschmack enorm, sondern es kommt danach eher so dieses fruchtige Aroma der Zitrone hervor, wenn man Zitronen einlegt. Und das ist wie gesagt ein traditionelles Mittel, um das Obst, also die Zitrone, länger haltbar zu machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet was daraus mitnehmen, wie versprochen, Rezept und auch den kostenlosen PDF-Guide, wie man alle 12 Tipps zum Fermentieren findet ihr unten in der Infobox. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich bin mir sicher, es kann euch auch weiterhelfen, genauso wie es mir auch weitergeholfen hat. Und probiert es aus. Viel Spaß und gutes Gelingen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.